Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Rebirth. Und wir folgen immer noch Sotetsu. Damit der sein Training beenden kann, zu Ende bringen kann, beginnen kann, whatever. Oha, was ist denn hier alles, ey? Ui, okay. Moment, die waren Eis und Blitz. Moment, ja. Es war sehr gut. Bring es hinter uns. So. Nee, erstmal den hier. Jawohl, zweimal Schock. Du warst Feuer. Nö, 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 kein Giftatem, lass das. War's das? Oh, war's, okay. Das ging fix. Das wäre geschafft. Aha, war's das auch insgesamt? Ach komm. Geht es auch ein bisschen schneller, danke. So, was nu? Geheimer Übungsplatz, aha. Sind wir am Ziel? Schon erschöpft? Alter Jammerlappen. Ich werde mal da drüben nach dem rechten sehen. Hast so lange Pause. Ohne Ausdauer nützt dir Stärke gar nichts. Das meinte Zack auch immer. Das hier war Zacks geheimer Übungsplatz. Auch wenn an ihm eigentlich nichts geheim war. Jeder im Ort kannte ihn. Ich will so werden wie er. Wär doch gelacht. Schau, das habe ich von Zack gelernt. Schneller. Höher. Immer weiter. Schneller. Höher. Immer weiter. So wird das nichts. Die Winkel der Knie bestimmen die Kontraktion. Du musst die Muskeln im Gesäß und Schenkeln bewusst wahrnehmen. Jawohl. Ich hoffe, Zack geht es gut, wo auch immer er ist. Pause kannst du später machen. Hilfe! Zu Hilfe! In Deckung. Na toll. Danke, Yuffie. Ja. Alter. Ey. Auf Nummer sich. So, wirksam Feuer, danke. Oh. Alter. Verbrenn. Na, das wird wehtun. Ey, aber jetzt komme ich hier nicht weg. Ja, genau. Alter, geht, lasst mich doch mal in Ruhe hier. Ey, du kleines, du blödes Mist. Jetzt ist mein Schluss hier, Alter. Ey, jetzt reicht's mir echt langsam. Meine Fresse. Junge. Gönn dir aber mal ein bisschen Pause. Was ist denn das hier? Steh auf, Cloud. Jetzt erst recht.
Alter, es reicht mir. Freude der Sonne. Meine Fresse, Alter. Blutrausch, die scheiß Wasserpusten, die Kacke. Was können die denn noch alles, ey? Das war's. Brenne! Ey, du dreckiges Mistvieh, Alter. Junge. Mein Gott. Gewonnen? Dieser Sieg. Trägt das Training bereits Früchte? Fantastisch! Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir sehen uns im Dorf. Meine Belohnung! Was ist mit meiner Materia? Ha. Okay, zurück nach Gongaga. Chapeau. Alter. So, wo geht's dir zurück? Beziehungsweise weißt du was? Oh, Moment, hier ist ein... wenn ich schon mal hier bin... dann kann ich mir den ja eigentlich auch mal angucken, ne? Ist das hier der Weg? Sieht nicht so aus. Wie komme ich denn da hin? Wow. Geht's hier hoch? Jo. Ah, halt, hier geht's runter. Moment, wo ist der Turm da? Mal gucken, was da für tolle Viecher auf mich warten. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Moment. Moment mal. Hallo? Ich komme hier auf den Turm hoch. Das würde mich mal interessieren. Jetzt vielleicht. Ach so, wahrscheinlich da. Mit dem Schokobo. Alles klar. Okay, dann nächste Frage. Wie kommen wir dahin? Nur über die Brücke, die da eben war? Scheint bald so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Was ist das dann? Waldmogri, hä? Mogri-Häuser erinnern von der Form her... von der Form her an große Pilze und werden von Fabelwesen namens Mogris bewohnt. Du kannst hineinschauen und einen Blick darauf werfen, wie die Mogris leben. Was soll das sein? Okay. Na denn, schauen wir mal. Ja? Oh. Aber was? Herzlich willkommen, Kuba! Kubo, wir haben noch geschlossen, Kubo. Meine Kinder wollen nicht zurückkommen. So kann ich den Laden nicht öffnen, Kubo. Deswegen hätte ich eine Bitte an dich, Kubo.
Bitte sammle die Kinder ein und bring sie allesamt zurück ins Mokri-Haus, Kubo. Wenn du das tust, kann ich auch den Laden endlich wieder öffnen, Kubo. Ja, okay. Ich mach's. Vielen Dank, Kubo! Okay. Die Mokri-Kinder veranstalten jede Menge Schabernack. Weiche ihnen geschickt aus und bringe sie alle zurück zum Mokri-Haus. Du kannst sie dafür entweder verfolgen und so in Richtung Haus lenken oder sie dir direkt schnappen, nachdem sie in einem Wirbelwind geraten sind. Doch pass auf, falls die Mokri-Kinder dich dreimal erwischen sollten, ist das Spiel vorbei. Oh Gott, da habe ich ja Bock drauf. Okay. Was ist das dann? Machen die Bumm? Die machen Bumm. Das ist jetzt aber doof hier mit den Dingern. Okay. Hey. So. Mosch. Okay, fehlt nur noch Erda, Mocky. Was macht der für ein Zeug? Bananen. Sind wir bei Mario Kart oder was? Vielen Dank, Kubo. Okay. Nun. Habe ich einen weißen Bildschirm. Ah ja. Okay, du hast es geschafft, alle Mogri-Kinder nach Hause zu bringen, sodass der Mogri-Laden endlich seine Türen öffnen kann. Hier kannst du Mogri-Medaillen gegen allerlei Gegenstände eintauschen. Die Medaillen findest du oft unterwegs in Kisten. Hilf auch anderen Mogri-Händlern, ihre Läden zu öffnen. So erhöht sich der Distributionsrang, was zu einem größeren Sortiment führt. Nun, okay. Äther, Rubin... Kann mit einem Schokobo gefunden werden. Okay, okay. Materia O-Ring TP Boost. Oh. Okay. Einführung in die Schwertkunst Band 1. Band 1. Mann. Boah. 6 Medaillen. Wie viel habe ich denn? 72. Okay. Kampfkunst. Yep. Nehmen wir auch. Äther, boah, nee, gerade nicht. Es gibt insgesamt noch 6 weitere Mokri-Häuser, Kubo. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn du auch dort helfen würdest, Kubo. Je mehr Läden Moin wir Ding. Öffnen, umso mehr Waren können wir anbieten. Das können wir aber nur mit deiner Hilfe schaffen, Kubo. Ist klar. Yeehaw. Okay, so viel dazu. Jetzt will ich mal kurz gucken. Moment, da war der Turm. So. Wie zum Geier schaffen wir das denn mit den Schokobos da hoch? Was? Es war ziemlich schwach. So. Der Feind ist geschwächt. Und weg bitte, Viechers. So. Moment, zack. Einmal das hier. Oh, halt. Moment. Wo ist der U hin? Bitte. Moment, wo ist hier... Ah, nicht aufgepasst. Verdammt.
Da hinten, okay. Na gut, ich werde es ja sehen, wenn ich den Turm irgendwie aktiviert habe. Moment, hä? Okay, hier komme ich nur wieder auf die Straße zurück. Okay. Aha. Halt, Moment. So. Was haben wir? Wir haben PlayArts Action Modell Buggy. Ich sag mal nice. So. Okay, wie kommen wir da hin, verdammt? Oh, ich meine, na gut, mit dem Pilz, ist klar. So, auf den Pilz kommen wir. Oder komme ich davon hier auch drauf? Nee, ne? Keine Chance. Nee. Kann ich nur von oben. So, dafür muss ich da drauf. Irgendwie. Kann ich hier. Kann ich da hoch? Oh ja, sieht so aus. Okay. Dann bin ich halbwegs begeistert. Okay. Moment, hier ist auch eine Eule. Aua. Jetzt, Alter, der ist aber auch schwergängig, ne? Der Lebensstrom sprudelt hier richtig. Moment, hier oben? Hier oben. Hallöchen. So, nein, absitzen, nicht aufsteigen, danke, analysieren. Hui! Oh, Chatley, was will er denn jetzt? Cloud, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Das Signal kommt aus der Schlucht, die zum Reaktor führt. In der Gegend liegen diverse Trümmerteile herum, die noch aus der Zeit des Reaktorbaus stammen. Gib also Acht, wo du hintrittst. Okay, machen wir. Eine neue Fundstelle wurde entdeckt. Chapeau. So, ich möchte aber erst den Funkturm. So, dazu musste ich, Moment, hier lang, wieder zurück. Dann ging es hier. Alter. So, hier, da ist der Pilz, jawohl. Oh, damit werde ich da ja wohl rüberkommen, ne? Jo. So, Moment, was haben die nochmal? Feuer. Nö, kein Giftatem. Ey, ich kann nicht ausweichen! Mann! Alter, der Nächste mit seinem Giftatem. Sehe nichts. Oh. What? Natürlich trifft er mich. Feuer oder nie. Alles geben.
So, Alter. Mann! Eine Auffrischung. Okay. Ifrit. Ja, komm. Ifrit ist Feuer, den nehmen wir. Ich verlasse mich auf dich. Los, Ifrit! Alter! Weiter geht's. So. Mistvieh. So ein Nervbolzen. Meine Fresse. Da ist schon mal der Schalter. Natürlich müssen wir erstmal ganz hoch, um dann wieder runter zu klettern. Ist klar. Kommen die anderen mit hoch? Nope. So. Mogri-Medaillen. Nice, nehmen wir. Wäh. Moment. Hier kann ich hoch. Ja. Zwei Kisten. So, und auch nochmal eine Mogri-Medaille. Hier runter. So, war hier schon der Schalter? Jo. Sehr schön. Da ist die Ätherquelle, okay. Nice. Ne, Moment. Noch eine Ätherquelle. Stimmt. Eine hatte ich ja schon. Gut. Da hinten. Hier ist noch einer. Ganz zu schweigen von dem da. Was war hier? So, ja. So, hier haben wir den Marco, den Marco-Reaktor. Dann gehen wir erstmal zurück nach Gongaga. So. Na, jetzt haben wir den ja freigeschaltet, da können wir jetzt per Schnellreise hin. Alles gut erstmal. Wir haben uns beratschlagt. Wir möchten euch fragen, ob ihr die Jugendwehr als Kampfausbilder unterstützen würdet. Es geht ja nicht nur um mich. Wenn wir alle stärker werden, können wir das Dorf besser beschützen. Wir sind nur auf der Durchreise. Ihr könnt hier doch Rast einlegen. Wir nehmen den Job an. Für 1 Million Gil. Das ist teurer als gedacht. Aber noch im Bereich des Möglichen. Hä? Und 10 Materia. Aber von der seltenen Sorte, okay? Dann lehnen wir ab. So, Tetsu. Diese Leute sind in der Tat sehr stark. Allerdings scheint ihre Gier noch stärker. Das wird nur zu Problemen führen. Wenn ihr stärker werden wollt, werde ich euch trainieren. Und zwar ohne irgendeine Bezahlung in Gil oder Materia. Danke, Sisney. Nett von dir. Aber wenn wir die Hilfe von Cloud und seinen Freunden in Anspruch nehmen, könnten wir viel mehr... Ach, meine Hilfe reicht euch wohl nicht. Was das Kämpfen angeht, könnt ihr noch ein oder zwei Dinge von mir lernen. Wenn ihr bereit seid, noch mehr zu trainieren, dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Ehrlich gesagt hatte ich das sowieso vor und jetzt bietet es sich geradezu an. Was sagt ihr? Ich bin dafür. Ich ebenso.
Tut mir wirklich leid. Hielt es eigentlich für eine gute Idee, aber ich stehe wohl alleine da. Weißt du, ich hatte zu Anfang das Gefühl, das Schicksal hätte uns zusammengeführt. Mach dir nichts draus. Also gut, abgemacht. Macht euch auf ein paar schweißtreibende Trainingseinheiten gefasst, dass mir bloß keiner meckert. Roger! Cloud! Yuffie! Ich weiß ja, dass ihr auch irgendwie über die Runden kommen müsst. Aber zu viel Habgier schadet nur. Mag schon sein, aber kostenlos gibt's auch nichts. Her mit der Materie! Reicht denn? Na gut, sag mir zwei! Hör endlich auf, ist ja peinlich. Oh, bitte, wenigstens eine! Tja, schade. Die 1 Million Gel hätte ich gerne genommen. Neue Aufträge für die Gongaga-Region verfügbar. Ja, supi! Gut, dann schauen wir mal, würde ich sagen, in der nächsten Folge, was hier jetzt alles neu hinzugekommen ist.